seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnomehobbits und Eldorim, zu einem neuen Part Minecraft Armor mit dem Zwergenfürst. Ja, Part 99 von Minecraft Armor. Der vorletzte Part der ersten Staffel meines großen Minecraft-Projekts, meines unendlichen und sterblichen Minecraft-Projekts, was wahrscheinlich noch 2000, 3000 Folgen gehen wird. Ja. Natürlich. Natürlich lässt die Batterienleistung nach. Ich hoffe, es reicht jetzt noch für die Aufnahme hier. Habe ich euch das schon gezeigt? Ich war hier schon mal ganz kurz drin. Habe ich unter der Erde eine Battle Arena gebaut. Ja, ein Offscreen-Projekt von mir. Hätte man auch irgendwann mal was drin machen können. Das wäre sicherlich auch lustig geworden. Vielleicht für Staffel 2, vielleicht kann man hier irgendwas, wenn man es mal schafft, in den Multiplayer zu gehen, kann man das mal hier nutzen. Ich kann es mir noch nicht so wirklich vorstellen. Minecraft im Multiplayer. Bisher noch nicht so viel für mich. Aber ja. Für irgendwelche Zwecke kann man das schon gebrauchen. So, unter der Erde haben wir uns in einigen Parts einige Gänge gebastelt, gegraben. Gut, schon ist es wieder Tag. Sehr schön. So, Ziel ist es heute erstmal eine... Achso, ich habe ja geschlafen, stimmt, deshalb ist ja... Ja, gut. Deshalb ist Tag. Ziel ist es heute, eine Spitzhacke zu basteln. Eine Diamantspitzhacke. Ein Diamantschwert haben wir hier schon. Man könnte drüber nachdenken, ob man Diamantrüstung oder Diamantschild und so weiter. Na, Schild nicht, aber so Rüstungssachen macht. Aber wir haben halt nur 4 Diamanten. Ehrlich verdiente Diamanten. Und da habe ich vorher recherchiert und hab gedacht, das Sinnvollste ist, wenn wir uns jetzt hier einen Diamantspitzhacke craften. Das machen wir direkt mal. Dann haben wir noch einen Diamant übrig. Und da haben wir unsere Diamantspitzhacke. Die müssen wir irgendwo hinstellen. An einen besonderen Platz. Gibt es da irgendwelche Podeste für? Ich glaube, da gibt es auch noch Podeste für. Da kann man, zumindest für Schwerter, kann man ein kleines Podest bauen. Da gab es doch was. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich meine mich erinnern zu können, dass es da in irgendeiner Version von Minecraft sowas gab. Bestimmt nicht in meiner, aber könnte ja sein. Okay. Sieht jetzt gerade eher nicht danach aus. Ja, gut. Haben wir so einen Aufsteller, so einen Rüstungsaufsteller, das könnte ich gebrauchen. Wo war der? Dann kann ich das dorthin platzieren. Dann kommt dann irgendwann eine Rüstung mit dazu. Da brauchen wir noch eine Steinplatte für. Steinplatte. So eine. Okay. Sehr nice. Man könnte es auch in einen Bilderrahmen hängen. Das wäre auch möglich. So, Rüstungsständer. Ja, das heißt schon Rüstungsständer. Ist richtig so.
eigentlich für Rüstungen vorgesehen. So. Die wird jetzt nur in ganz, ganz Notfällen verwendet. Jetzt nicht, um in eine Höhle zu gehen und da irgendwas abzubauen. Unsere wertvolle Diamantenspitzhacke. So. Ja, sehr nice. So, ich habe da, glaube ich, was gesehen. Können wir mal gucken hier. Dann gab es hier noch was. Gegenstandsrahmen, ja, das meinte ich, aber da haben wir keinen Pelz für. Rüstungsständer. Gegenstandsrahmen. Hier haben wir Pelz, da können wir doch eigentlich. Ja, warum nicht? Können wir einfach Gegenstandsrahmen draus machen. Wo war das? Hier ganz hinten war das. Gemälde, Gegenstandsrahmen. Das hier wieder verstecken. Wir haben noch Sattel für Pferde. Wenn wir irgendwo mal Pferde finden, könnte man das gut machen. Mal Pferde besatteln. Wir haben noch so vieles in Minecraft nicht gemacht. Ja, Staffel 2. Da kann man noch einiges erledigen. Sehr gut. Denkt sie die Waffe. Hier könnte man noch eine Rüstung aufstellen. Ich würde mal die Rüstung, die wir oben im Raum haben, herunterholen. Das wäre nicht schlecht. Mit dem Diamantschwert und so weiter. Man muss ja noch hier oben stehen, wenn dann Küper explodiert. Dann sind wir hier am Arsch. Ein Diamantschwert. Na komm, gib her. So. Müssen wir anziehen. Dann verkleiden wir uns hier erstmal. Nehmen das so mit runter. In voller Rüstung runterspringen. Ja, warum nicht? Jetzt fliegt das Haus in die Luft, wenn ich die Rüstung anhabe. Und ich verliere die Rüstung. Ja. Eiserne Rüstung. Na komm. Ja, nice. Runter. Ups. Dann stellen wir das hier hin. Sehr gut. Absetzen. So, Wassereimer, den können wir auch irgendwo verstauen. Ja, heute ein bisschen entspanntere Folge, nachdem wir hier letzten Part so ein bisschen Action hatten. Unter Tage. Können wir uns jetzt ein bisschen ausruhen. Ich würde gerne noch was ausprobieren mit der Spitzhacke, mit der Diamantspitzhacke würde ich gerne experimentell mal. Ich habe gehört, damit kann man, angeblich kann man damit, angeblich kann man damit, ja, wie heißt das Ding, dieses Gestein, dieses aus Lava und Wasser, kann man da dieses eine Gestein draus machen. Das würde ich gern versuchen, dann kann man das damit abbauen. Die Füße sind schon ein bisschen kaputt, Eisenstiefel. Habe ich schon ab und zu mal mitgekämpft. Gegen die Uruguayane habe ich mal mitgekämpft. Stimmt. Da war was. So. Und ich habe noch gesehen, dass man irgendwie. Ja, jetzt bin ich hier wieder rausgegangen. Hätte ich unten bleiben können. Ich habe gesehen, ich meine zu wissen, dass man aus einem Diamanten noch. Ich habe auch hier oben, glaube ich, eine Truhe. Werkbank. Ein Schallplattenspieler kann man noch irgendwie draus machen. Notenblock. Whitestone Lampe, Notenblock. Irgendwie ein Schallplattenspieler. Da gab es doch eine. Ich glaube, direkt einen Notenblock gab es daraus. Mit Redstone können wir einen Notenblock draus machen. Und Schallplattenspieler, das gab's.
Das fand ich ganz interessant. Das würde ich gerne ausprobieren. Da braucht man einen Diamanten für. Ich denke, das wäre nicht grundsätzlich verkehrt. Ein bisschen verschwendet schon, aber... Ja. Buch, Bücherregal. Was können wir machen? Enderstab. Ja, da haben wir noch lange nicht die Zutaten für. Plattenspieler, genau das. Zack, habe ich den Diamanten mal dafür verschwendet. Können wir gleich hier oben platzieren. Könnte ich mal hier die Werkbank mal ein bisschen nach rechts rücken. Ist ja Schwachsinn, dass da ein Lücke zwischen ist. So, Werkbank. Zack. Haben wir hier oben schon einen Ofen. Stelle ich noch meinen Ofen daneben. Ofen. Haben wir zwar alles im Keller, aber ja. Besser ist. So, wo stellen wir jetzt die Musikbox hin? Hier. Nimm das. Nehmen das Ding. Und irgendwie kann man dann noch Schallplatten machen. Momentan spielt die nicht, aber schon wieder ist ein Tag vorbei. Und wo ging es noch mit Schallplatten? Braucht man da auch mal wieder einen Diamant für? Oder wie war das jetzt hier? Plattenspieler. Wie war das mit den Platten? Habe ich mich jetzt nicht so genau belesen. Und wo kommt man jetzt auch noch Musik abspielen? Das wäre jetzt noch ganz cool, was jetzt noch herausfinden würden. Plattenspieler. Funktioniert der über Redstone oder wie läuft das hier? Prinzipiell eher in dem Modus hier, in dem Gestaltungsmodus. Musikplatten. Ein bisschen was Unterhaltsames. Irgendwo gab's das. Verzeiht, dass ich jetzt ein bisschen blöd dastehe. Dass das absolut nicht weiß. Vielleicht war eine Plattenspiele auch jetzt umsonst. Ja, komm, einen Diamanten geschenkt. Ich würde gern Musik spielen. Kann ich das? Leuchtfeuer, das können wir jetzt mit einem Enderkristall erstellen. Hier vielleicht irgendwo. Tja. Gut, da werde ich jetzt gerade nicht schlau draus. Vielleicht gucke ich nachher mal. Damit ich zur nächsten Folge mal ein bisschen Schallplatten herstelle oder so. Erstmal schlafen. Ich würde sagen, ihr schreibt es mir in die Kommentare, aber ja, so schnell wird das nicht. Es wird mich nicht erreichen bis zur nächsten Folge. Jetzt haben wir einen Plattenspieler und keine Platten. Ja, grundsätzlich. Grundsätzlich ein bisschen bescheuert. Oder haben wir auch schon mal irgendwo welche gesammelt? In den Boxen. Irgendwo welche gefunden. Kiste voll Dreck. Wo könnte ich die abgelegt haben, wenn ich welche gefunden habe? Vielleicht dort in den Spezialtruhen dort. Hm.
Hier nicht. Bücher und Co. Die Sektion würde das reinzählen. Waffen. Meine Goldschwerter, ja. Kannst du dir eigentlich sonst wohin stecken? Goldschwerter. So, mit der Diamantaxt wollte ich mal was ausprobieren. Da wollte ich eigentlich mal mit meinem Wassereimer, den ich mitnehmen kann, einen Wassereimer und einen Lava-Eimer wollten wir uns craften. Wollte ich was ausprobieren. Wo ich jetzt Lava herkriege, weiß ich auch nicht, aber... Ja. Jedenfalls gehen wir mal in Kreativmodus. Tun uns einfach einen Lava-Eimer. Lässt sich hier craften. Im Kreativmodus auf jeden Fall. So, Eimer. Dafür brauchen wir Eisen. Viel Eisen haben wir. Haben wir nicht noch was mitgebracht aus der Höhle? Ja, ein bisschen Eisenerz haben wir mit dabei. Müssen wir auch mal einsortieren. So, wieder, müssten wir eigentlich mal wieder eine Einsortierfolge haben. Gut. Wo war's? Ich finde mich ja schlecht zurecht. So, Eimer. Ich fürchte, wir finden hier keine Lava. Und wieso auch? So, Eimer. Eventuell finden wir doch irgendwo Lava. Hab ich eine Idee. Habe ich eventuell hier um die Ecke irgendwo mal rumgedoktert mit Lava. Das könnte unter Umständen... Oder war das TNT? Entweder mit TNT oder mit Lava habe ich hier irgendwo mal vor gefühlt 100 Folgen mal rumgedoktert in der Nähe des Dorfs. Können wir mal gucken. Ich gehe da gerade mal hin. Oh, Feldarbeit wäre auch mal wieder nötig. Den Zaun korrigieren. Autsch. Hier war so ein Beobachterblock. Nein, das war mit TNT, da habe ich ein bisschen mit TNT rumspioniert. Spioniert? Keine Ahnung. Ja. Habe so einige Experimente gemacht. Auch offscreen und Kreativmodus. Nein, dann gehen wir mal in den Kreativmodus und holen uns mal. Können wir gleich hier bleiben, außerhalb des Dorfes, wo wir das Experiment wagen. So, gucken wir kurz mal. Spiel verlassen. Gut, hier können wir doch auf jeden Fall hier. Da können wir uns ein. Na, ja, das ist ja schon Lava-Eimer. Mal austauschen. Dann würde ich das gern im normalen Modus ausprobieren. Wir haben nur einen Lava-Eimer. Damit Lava müssen wir vorsichtig sein, dass wir das nicht versaubeuteln. Gut, wieder in den Überlebensmodus rein. Jetzt fahre ich hier meinen Spitzhacke in der Lava. Das wäre noch nice. So, dafür will ich jetzt nicht meine Spitzhacke benutzen. So, jetzt suchen wir uns jetzt ein Feld. So, wir können Eisenspitzhacke mitnehmen. So, dann lassen wir eins zwischen frei. Und so, da müssten wir uns eine Obsidianmaschine herstellen können. Grundsätzlich. Erde noch dazwischen. Ich würde sagen, Erde müssen wir noch dazwischen packen. Mit Erde könnte das klappen. So, jetzt hier ein bisschen Erde. Ja, natürlich habe ich noch Erde im Inventar. Das ist ein Fichtenbretter. Hier ist Erde.
Und ich habe natürlich eine Spitzhacke mit dabei. Ich bin heute ein bisschen durcheinander. Gerade. So theoretisch, wenn ich jetzt hier Wasser reinkippe, ist da Lava reinkippe und jetzt hier. Ja gut, eigentlich wäre dann in der Mitte Obsidian entstanden. Eigentlich muss man jetzt mit der Diamantspitzhacke Obsidian abbauen können. Das wäre meine Idee. Ja, sehr gut. Ein Obsidian. Das hält wahrscheinlich die Spitzhacke nicht lange aus, aber... wäre die Frage, ob man sich so Obsidian erstellen kann. So, das Lava natürlich verschenkt. Ich kann auch in den Kreativmodus gehen und dort jetzt Obsidian uns machen, aber die Lava ist jetzt hier weit entfernt. Habe ich zumindest gesehen, dass das funktioniert. Theoretisch machbar. Obsidian. Gut. Wollen wir das Denkmal hier stehen lassen? Das machen wir theoretisch. Mit Wasser und Lava hantieren könnte. Also eine Minecraft-Diamant-Spitzhacke ist fähig dazu, Obsidian abzubauen, haben wir dazu gelernt. Ihr wisst das natürlich alles schon, aber ja. Für mich war das Neuland. Minecraft ist für uns alle Neuland. Ja. Heute eine kleine Crafting-Folge. Ich werde gleich mit Redstone noch ein bisschen was probieren. Gut. Ich laufe hier die ganze Zeit mit dem Dirt in der Hand rum. Den Spitzhacken können wir hier reinpacken. Dann wollen sie nicht mit uns rumschleppen. Gut. Redstone haben wir auch noch mit dabei. Ja. 18 Rotstein. Da kommt man auch noch einiges mitmachen. Auch Einrichtungsmöbel. Habe ich da was gesehen? Heute experimentell der Part. Redstone kann man rein theoretisch zum Stein machen, also das Puder kann man zum Block machen. Oh, ist noch gut. Ach, färben kann ich jetzt hier mit dem. Die Blumen könnte ich jetzt nehmen und da Farbe mit erstellen. Das können wir auch mal machen, die Blumen oben nehmen. Und ein bisschen färben gehen. Dann können wir Beton färben. Oder Betten färben. Oder ja, Betten färben, das wäre nicht schlecht. Und unsere Schafe bunt machen. So war das mit dem Redstone. Hier kann man einiges mit Redstone machen. Ja, muss mal gucken, was jetzt hier sinnvoll ist. Ein Notenblock. Das ist jetzt eher nicht so sinnvoll. Notenblock. Hübsch. Das lässt sich mit Redstone betreiben. Ja. Gut, haben wir dann Notenblock. Packe ich hier mal gerade rein. Kann man auch ein bisschen Musik mitmachen. Ein paar 99 ein bisschen experimentieren mit Redstone und anderem. Minecraft für Noobs. Beobachter, ja, da bräuchte man noch ein bisschen Erz. Ja, die Kolben, die sind interessant. Da kann man, ja, Redstone kenne ich mich absolut noch gar nicht aus. Da bin ich jetzt komplett hilflos. Habe ich noch gar nicht reingelesen. Da kann ich jetzt hier wirklich nichts mitmachen. Gut, wir sollten unbedingt mal lagern gehen. Mache ich vielleicht mal Aufzug nach dem Part hier.
Ich will jetzt erstmal die Blumen sammeln gehen. Blumen sammeln. Da habe ich eine ganze Wiese voller Blumen. Wir sollten erstmal schlafen gehen. Es wird schon dunkel. Kann man ein bisschen färben. Ganz chillig heute experimentieren und ausprobieren und ja, ein bisschen färben, ein bisschen craften, ein bisschen dies und das. So. Die letzten beiden Folgen ganz entspannt angehen. So muss das. Juti. Ich habe ein paar rote Blümchen. Die nehmen wir mit. Rot färben würde ich gerne, das macht Sinn. Hier haben wir noch ein bisschen Lila. Ich glaube, die irgendwas bringen. Mehr haben wir, glaube ich, auch nicht. Weiß haben wir noch, aber gut. Ich nehme von den Weißen auch noch ein bisschen was mit. Schauen wir mal, was wir daraus machen können. Gut. Schwarzes Schaf. Vielleicht können wir damit weiße oder schwarze Schafe. Ich weiß nicht, wie das bei schwarzen Schafen funktioniert. Ich habe gehört, man kann damit Schafe umfärben. Kann ich rote Schafe im Dorf umlaufen haben. Hier haben wir doch ein Schaf eingesperrt. Können wir mal versuchen. Nein, versuchen wir mal hier oben. So. Wie war das mit der Farbe hier? Rosenrot. Okay. Knochenmehl. Rosa Farbstoff, da brauchen wir Knochenmehl zu, das haben wir. Okay. Ansonsten eher nicht so. Magenta Farbstoff kann man noch mit. Das Lapis Lazuli, das haben wir glaube ich auch mit dabei. Ein roter Farbstoff, den kann man erstmal. Da können wir uns was abholen vom Fels, da haben wir noch ein bisschen, wenn ich mich richtig dran erinnere, haben wir da noch ein bisschen was rumliegen. Da haben wir Farbstoff. Das erste, was ich damit mache, das Schafrot färben. Warum nicht? Dann gucke ich mal, ob ich ein rotes Bett craften kann. So muss das doch. Knochenmehl. Sehr gut, eine Werkbank habe ich hier nicht in der Nähe. Natürlich nicht. So, hier hoch. Ja, über ein großes Loch eingerissen, was wir noch nicht gestopft haben. Juti. So, aber jetzt. Hier war es im Dekorationsbereich. Knochenmehl können wir so aus Knochen noch herstellen. Ja, das war ja sehr gut. Rosa Farbstoff. Es war rosa, was wir uns herstellen wollen, oder was? Hellgrauer Farbstoff. Sehr gut. Magenta Farbstoff. Rosa Farbstoff haben wir nicht. Lapis Lazuli. Okay. Gelb. Nasekratz. Rosa Farbstoff. Und ein bisschen was machen wir. Jetzt haben wir Rot, Gelb, Magenta. Nee, Rot, Magenta und Grau. Okay, interessant. So können wir jetzt irgendwie das Schafpink färben. Rosenrot haben wir jetzt hier. Knochenmehl setze ich jetzt erstmal hier hin. Ich muss aufräumen offscreen. Mach ich nachher.
Magenta. Jetzt haben wir ja Rosenrot, rosa Farbstoff, Magenta Farbstoff. So, Rosenrot. Komm her, Schaf. Z11 Färben. Ja.